Und dann hockt sie halt einfach da und realisiert es live. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Overwatch hier auf dem Kanal. Wir haben wieder das 2, mal wieder, so selten, obwohl es in letzter Zeit wirklich tatsächlich gar nicht so oft dran kam. Ne? Ich habe sehr viele exotische Cheater-Maps gehabt, wie jetzt zum Beispiel Cash, Mirage, Köbelstein hatten wir mal. Also ist, ja, das 2 ist dann mal wieder fast eine angenehme Abwechslung, aber nicht wirklich, nicht wirklich. Schauen wir mal, was das so treibt. Der alte Wallhacker. Ich will nichts gesagt haben. Er hat ihn ja unten gesehen, ne, im Bums, oder? Obwohl das jetzt schon... er hat ihn ja da unten drin gesehen, in der Tanne. Also es, man konnte damit rechnen, dass er wahrscheinlich da hochläuft oder aber eben auf der Kiste hochspringt. Wir gucken mal, Bla 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 bla. So, der letzte kommt bei Short. Oder kommt er doch unten lang? Ja, der hüpft bei Short auf die Kiste hoch. Er hat es noch kurz in seinem peripheren Sichtfeld sehen können, oder er hätte es sehen können, falls er einen Warlock hat. Wir gucken mal, wie gut er die Granate timet. Der Kerl kommt scheinbar nicht die Dinge hoch. Die Kiste. Oh. Die Flash hat ihn aber geflasht, also ich vermute, ja. Ich würde da auf einen Warlock tippen. Oh, er hat ihn sogar durch die Kiste angeschossen. Oh wow, noch einen Header gegeben, okay. Ja. Also eindeutig Warlock, oder? Kann man jetzt schon sagen. Ziemlich treffend eigentlich. Dass er den Röntgenblick am Start hat. Was? Röntgt er doch die Leute durch die Ding durch, oder was? Das ist doch so ein Ranger. Ja, ja, guck mal, das ist ein Gauner. Jetzt fangen die etwa auch noch an. Ist es so wie letztes Mal? Cheater gegen Cheater? Nee. Nee. Oh, hörst du, wie die Schüsse an ihm vorbeigehen? Das ist doch, der andere hat doch, hat er auch einen Warlock? Okay, es ist halt ein richtiger Wichser, ne? Also, da kann man nicht viel machen. Das ist einfach ein Sack. Vielleicht hat er noch eine Aim-Unterstützung. Vorhin der Headshot, der sah so... Also vom Aiming her sah er nicht so wirklich machbar aus, da wo er hingeschossen hat. Es gibt doch auch diese Aimer, die die Kugel praktisch in die richtige Richtung fliegen lassen, ohne dass er da wirklich hinzielt. Oh, guck mal, er bleibt kurz stehen. Ich habe letztens dieses Video gesehen von PewDiePie mit die schlimmsten Sachen, die in Livestreams passiert sind. Und da war dann ein Mädchen, eine junge Dame, die hat CSGO gespielt und hat in ihrem Stream... ihren Cheat benutzt. Und also man konnte ihr Programm sehen, ihr Cheat-Programm im Overlay. Also im Stream hat man das Overlay gesehen. Und sie hat dann angefangen, also sie hat dann halt rumgecheatet so ein bisschen und hat sie erst selbst durchgemerkt, dass man das sehen konnte. Und dann haben irgendwann scheinbar ihre Mates ultra rumgeschrien, so, oh, oh, weil sie das gesehen haben. Ultra gekrischen. Oh. Und sie hat einen Wallhack gehabt. Man hat, sogar den Wallhack gesehen. Also man hat richtig gesehen, was sie sieht. Sie hat dann durch die Wand die, ich glaube, die Umrisse gesehen, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall die Lebensbalken und die Namen. Einfach über den Köpfen so rum, aber ich glaube auch die Umrisse. Und sie wusste halt, woher die Leute kommen. Sie hat trotzdem nicht wirklich gut gespielt. Und dann sind die Leute irgendwann voll ausgerastet. Ich denke, auch im Chat haben die Leute rumgeschrien wie Sau. Und dann hockt sie halt einfach da und realisiert es live. Und sie ist wohl eine angesehene Streamerin gewesen oder wie auch immer, weil sie wohl, also da waren wohl viele Leute am Start. Und dann hat sie so angefangen, so, oh mein Gott, und hat ihr Handy genommen und hat gesagt, irgend so ein Mädchenname, Brittany, die dumme Kuh, ich, ne, das war alles auf Englisch. Und sie hat ihr dann so geschrieben und hat so getan, als wenn ihre Freundin da gewesen wäre und bei ihr Cheats aktiviert hätte. Und es war so unglaublich bescheuert, also so wie sie das gemacht hat, das war richtig eklig. Also, ich weiß nicht, wie ich in so einem Moment reagieren würde. Ich meine, ich cheate ja nicht, aber wenn einem sowas extrem Peinliches passiert, ob ich dann wirklich noch versuche, gerade sowas Eindeutiges, zu vertuscheln, zu verschieben auf jemand anderen, oder ob ich nicht einfach ausmache oder sowas und mich umbringe und halt nie wieder online gehe, wisst ihr, wie ich meine? Also, das ist echt... Und sie labert da, oh, Kelsey, Brittany, Tiffany... Ja, und wollte, ich weiß nicht, ob sie angerufen hat und sie hat dann halt die ganze Zeit gemeint, sie war bei mir am PC. Oh Gott, die war bei mir am PC, die hat da irgendwas gemacht. Und bevor sie das gemacht hat, hat sie noch so bei den Mails gefragt, hey Leute, könnt ihr auch die Ränge durch die Wände sehen? Das ist so ein komischer Bug, den habe ich letztens gehabt, den hat auch jemand anderes letztens gehabt. Und sie hat sich so billig versucht, da rauszureden, das war echt peinlich, das war richtig peinlich. Also, das wäre, glaube ich, wirklich das Schlimmste. Das ist eine der schlimmen Sachen, die einem, also... was man im Livestream so falsch machen kann, wenn man cheatet, dass man überhaupt cheatet und dass man das dann noch so... Das ist echt hart. Oder halt, also er hat in seinem Video noch andere Leute gehabt, irgendwie ein Mädchen, die eine Treppe hochgegangen ist mit Stelzen und man hat ja einen Hintern gesehen oder so. Und dann kam deine Freundin rein und hat gesagt, bist du behindert? Man hat deinen Arsch gesehen, hallo? So ganz viele Fails. Jemand anderes, was war das?
Jemand anderes hat Feuer gelegt, aber das war nicht in dem Video von PewDiePie. Das habe ich einfach mal so nebenbei gesehen. Dass irgendjemand mit Feuer rumgespielt hat und so ein brennendes Stück irgendwas hinter sich geworfen hat auf einen Haufen voll Papier. Oder Tüten oder so. Und das war dann einfach ein Großbrand irgendwann. Das sind echt eklige Sachen. Ich hoffe, dass mir sowas im Livestream nicht passiert. Weil ich, dass ich aufstehe und ich habe mal wieder vergessen, eine Hose anzuziehen oder irgendwie sowas. Und dann bambelt er da rum, live. Ihr wisst, was live ist. Ist eigentlich nicht mehr zu entfernen aus dem Internet. Ich meine, bei Videos ist es ja eigentlich dasselbe. Aber ja, live ist halt, live können so aus Versehen Sachen passieren. Du bist am Stream und die Freundin kommt nackt hinter dir reingelaufen. Boom. So ein Zeug. Sowas habe ich zwar noch nicht erlebt, aber, oder sowas gibt es glaube ich noch nicht auf Twitch. Aber ja, Streams sind schon echt eine gefährliche Sache. Meine größte Sorge ist, dass ich mich beim Trinken verschluck hier mit der Streamflasche. Ich bin ja gleich auch wieder am Stream. Also heute für mich, ich weiß nicht, das Video kommt glaube ich Freitag. Oder Samstag, da ist kein Stream höchstwahrscheinlich, aber also ich stream jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Und ja, für mich ist jetzt gleich wieder Stream, ich nehme das jetzt an einem Donnerstag auf. Und das ist so meine Sorge, dass ich so trinke so, und dann mich verschlucke und dann am Rumgafern bin. Das ist ein Lurch, das ist ein verschissener Lurch. Zum Glück habe ich noch so ein geiles Thema im Kopf gehabt, sonst wäre das wirklich stinklangweilig geworden mit dem Barstutter. Verschissener, ich wollte schon sagen verschissener Overwatcher, verschissener Wallhacker. Hat er, guck mal, der hat noch nicht mal Skins, schade. Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn er irgendwie ein paar dicke Skins am Start gehabt hätte. Weißt du, eine Dragonlore und so weiter. Hätte ich ihm jetzt gegönnt. Hätte ich ihm jetzt gegönnt, also dass die weg sind dann. Aber naja, ich denke, es ist niemand so blöd und hat solche Skins auf seinem Cheat-Account oder auf seinem, oder cheatet halt mit Skins. Obwohl, wir hatten schon Cheater, die Skins hatten. Zwar so Kleinfets, aber wir hatten es schon. Boom. The Woodpecker. Was ein Dreckarsch. Also das ist wirklich... Ich meine, immerhin ist es, das hat letztens jemand geschrieben, gut von ihm oder angenehm, dass er es zeigt. Also es ist für jeden ersichtlich. Schlimmer sind ja die Leute, die legit hacken, also es so hart verstecken und die Cheats so einstellen, dass sie nur so ein bisschen helfen. Dass ein Wallhack nur dann angeht, wenn die Gegner ganz nah oder ganz weit weg sind, so irgendwie. Oder ein Aimbot nur ungefähr auf den, so, ne? Das ist echt eine richtige, dreckige Scheiße, weil das ist schwierig zu erkennen, ganz klar, ne? Wenn die Sachen nur ganz, ganz leicht eingestellt sind und sie einem so ein bisschen helfen oder nur im peripheren Sichtfeld anzeigen, wo die Gegner sind und nicht vor dir. Ja, schwierig. Sehr schwierig. Ha. Aber nochmal zurück, um nochmal zurück auf die Stream-Fails zu kommen. Ich hoffe, dass mir sowas nicht irgendwie auch mal passiert. Dass ich mich ultra verschlucke oder sowas. Das wäre echt eine unangenehme. Obwohl, ich glaube, das ist nicht so tragisch, wenn man sich verschluckt. Das ist nicht so. Das ist nicht ultra tragisch. Je nachdem, ich habe mich schon mal ganz leicht verschluckt, aber das konnte ich so. Aber ihr wisst es, diese richtigen, wo du aus der Nase einfach. Wo du kotzt fast, so, man kann nichts sagen und alle denken sich, was macht er jetzt? Dann rollt man so weg und dann ist es, das ist einfach schon peinlich genug. Naja, komm, guckt euch noch kurz die krassen Skins an. Boom! Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Wahl, die ich hier getroffen habe, Warlock. Ich denke, da ist niemand dagegen. Ich hoffe, es gab nicht noch mehr Sachen, die ich vielleicht übersehen habe. Bei Bunnyhop bin ich irgendwie voll schlecht. Das ist mir wohl schon zweimal einfach durch die augigen Lappen gerutscht in Bunnyhop. Naja, der Warlock, der ist eh für immer gebannt jetzt. Der ist weg. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die krasse Daumen-Action. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das gibt's übrigens gerade noch, ne? Das ist das Knife, das es gerade im Knife-Giveaway gibt. Oh yeah. Das Video dazu werde ich hier verlinken. Shhh.